sehr defensiv eingestellte Deckung, aber da können wir uns sicher auch auf unterschiedliche Deckungsformationen freuen. Und die erste Parade. Ja, dann haben wir im nächsten Ivan Babic, links außen. Haben Sie Meterpunkt, Ivan Babic, und er macht das Ding. Ivan Babic, 2-0-Führung für Kroaten nach noch nicht mal 4 Minuten. Kilo, ne, über 1,88, also da wird es schon dunkel und ich glaube, es tut auch ganz schön weh, wenn er da steht. Oh, schöner Hüftwurf. Den Ball, den haben die Kroaten wieder schön durchgesetzt. 3-1-Führung und 2 Minuten Zeitstrafe gegen... Goal by the captain, by Baptiste Clay with the number 4. Kroatien 3, Frankreich 2, Kroatien erhöht. Durch die 33, durch Martin. Spielerfall mit einzubinden, ne? Ja, das war aber super gemacht vom Pimentar. Und dann geht's schnell, die Franzosen Gegenstoß. Ausgleich. Sascha Monts. Riese. Geht natürlich weit raus, aber schön verladen. Am rechten Bein des Keepers vorbeigelegt. Matej Mandic. Aber der bleibt chancenlos im Kasten. Ah, schön geduldig gespielt. Das war das, was ich vorhin meinte. Ah, schön auch hier. Geduldig durchgespielt bis auf Rock Marlin. Na. Da haben wir's. Vorne stark, erste Führung. Beziehungsweise zu hinterlaufen vielleicht. Na, Franzosen können sich gerade sehr stark verlassen. Und wenn dann doch irgendwie da was auch, der natürlich auch ein Riese ist. Ah, schöne Parade hier. Bietet das kurze Eck an, jetzt geht schnell nach vorne und auch auf der anderen Seite. Dich gut rausgefischt von Leo Villon, eigentlich im Prinzip. Gern mal ein bisschen weniger, vielleicht ein Rückraumspieler oder ein Kreisläufer. Ja, ist ja nicht ungewöhnlich, dass manche noch mit... Ist auch immer ein bisschen Glück dabei, keine Frage, aber ah, schön durchgesetzt. Wieder Villon mit der nächsten Parade auf der anderen Seite. Ich glaube, er war Kuzmanovic. Und guck mal hier, uns ist das mal eine Parade, oder? Beim Stand von 7-6 aus Sicht der Franzosen, die noch einen drauflegen. 7-6 nutzen das Überzahlspiel aus. 21 Weltmeisterschaftsauftaktspiel. Kennen und jetzt gibt's die Chance für Kuzmanovic. Dominik Kuzmanovic. 8-8. Das war gut. Jetzt mal hier. Wunderbar weitergespielt, aber Kuzmanovic geht den weiten Schritt mit. Folgen von den Außenpositionen. Ah, schön rausgedreht, aber setzt sich durch. Wie cool setzt es. Wunderbares 1 gegen 1. Hätte gesagt, abgestanden. Wir gucken noch mal kurz. Oh, schön. Ein bisschen abgemeldet ist momentan das Rischak, ne? Ja. Nimmt er sich ein aus dem Winkel. Nicht lang verzögert durch Rock Marlin. Genau diese Lösungen müssen sie jetzt finden, um den Klasse-Keeper dahin zu halten. Wow! Steht auch gut in der Luft, Pelika. Wie hier, super, super durchgesetzt. Oh, schön, Flenk, den Dreher noch angesetzt. Und das als Rückraumspieler. Noch besser spielen, als wir das heute machen. Ich glaube, an manchen Stellen diese Jungs hier schon drauf haben. Schön durchgesetzt. Halb rechts oder Kreis anspielen. Das hat zumindest schon mal funktioniert. In Ansch perfekt. Auf der anderen Seite gibt es hier den Treffer durch Marin Božićević. Ein bisschen entschuldigt dem auch gleich warum. Ja, wenn man so eine Bewegung macht als Torwart. Aus der Ferndistanz hat in der ersten Halbzeit bei ihm zumindest gut funktioniert. Und das war ein erste, schönes. Also das ist, glaube ich, so ein bisschen an dem vorbei, wo der IRF mit dieser Regeländerung vorhatte. Fast nur auf die Beine konzentrieren, ne? Ja. Ja, und die Kroaten haben mal wunderbar überstanden. Oh, Kroaten spielen das jetzt aber auch gut. Aber Villon. Genau das will De Latra jetzt auch in dieser Situation.
Ivan Babic. Das war ja auch nicht ganz ernst gemeint. Boah, super Wackler. Ah, da ist wieder dran. Kuzmanovic. Aber diesmal geht er rein. Gegen Leo Vion. Ui, dreht er den schön. Dreht er den schön vorbei. Franzosen verkürzen. Oh, da setzt er sich durch. PLK. Ich versuch's zumindest. Mit Fehler und auf der anderen Seite Treffer. Wieder zwei Tore Führung für Kroatien. So die Top-Talente in der Mannschaft, aber der taucht so ein bisschen unter auf der rechten Seite. Kroatien mit 19 zu 16 in. Oh, jetzt ist sie gut Platz. Unter Kontrolle. Ei, schade, was für eine Chance. Offensiven 4-2, 3-2-1, Fragezeichen. Schön hinterlaufen, super. Top-Pass. Mit dem vorgezogenen Indianer und die Kroaten haben darauf direkt die Antwort. Allein handballtaktisch sehr, sehr gut. Schnellen Toren immer wieder zu der jetzt 5-Tore-Führung. Und auch in der Abwehr stand. Und er stellt auf die 3-2-1 um. Das war ein ganz starkes Sperre absetzen. Wow, wie er da kurz. Oh, das schön. Ist genau das Problem. Wow. Wir haben die ganze schnelle, kleine Leute, die ins 1 gegen 1 wollen, in irgendeiner Form den Kontakt zu bekommen, um eben rauszuholen. Also das. Versucht mal von hinten wieder ein bisschen zu stören, aber eigentlich will er sich komplett aus dem Spiel herausnehmen. 2 Minuten Zeitstrafe gegen. Sich was anfangen. Ja, aber auch da wieder. Oh, und er hält das nächste Ding. Kuzmanovic. Vorhin wenig Torgefahr, jetzt mal 4 Torgefahr. Oh, schön aufgepasst. Ah, schön abgefangen. Und den macht er. Ich verkürze das Spiel wieder ein bisschen durch. Kroaten finden jetzt gerade keine Lücke. Stattdessen geht es auf der anderen Seite ab. Mit den Fehlern und direkt zack, zack. Nutzen die Fehler aus. Und Ivan Babic macht aber gerne Treffen, 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 Treffen. Schön gegen die Wurfhand durchgesetzt. Boah, die können doch aus dem Rückraum. Der weite Wechsel im Rückraum. Ja, es ist er hier, der. Aber erst 2. Treffer für ihn, ne? Ja, die hatten ihn in der ersten Halbzeit super im Griff, weil die eben auch. Klein jetzt hier, Arm ist oben. Wow! Da hatten die Franzosen eigentlich alles unter Kontrolle. Spieler von Kroatien, Ryzak. Da ging auch der andere halblinke Abwehrspieler relativ weit raus, dass der Ball gar nicht transportiert werden kann. Er derjenige ist, der eben im 2-2 die Entscheidung treffen muss. Jetzt lief's mal über aus. Rausgetippt und dann geht's schnell und dann sind sie dran auf 25 zu 26. Dem Torhüter, das gilt für den Männerbereich wie den Juniorenbereich. Ach, und dann hält Svior. Wie gesagt, ein wichtiger Torhüter ist so ein wichtiger. Das gilt eigentlich für, ja, egal welchen Wett. Nicht so schlecht, aber der Keeper macht das sehr ordentlich. Und auf der anderen Seite, zack, Ausgleich. Entscheidende Phase. 26 zu 26. Die Kroaten waren schon mit 5 in Führung. Oh, schön. Hey, den Volta. Und dann packt er. Ui, den hat er auf die 12 bekommen und es hat er mal kurz gebraucht. Matej Mandic jetzt im Kasten bei den Kroaten. Da war er mit der Hand im 6-Meter-Kreis. Stand schon ab, sehr gut gespielt. Aber von außen, sie passt einfach nicht. Villon mit der nächsten Parade. Und dann so ein technischer Fehler. Liebe Regie, schön, wenn die Kamera. Die Uhr läuft, zeigt uns das Spiel. Ja, Wahnsinn. Und stattdessen verlieren sie den Ball. Ist und die durch. Kommen noch innen. Ist durch, ist ja. Durch, ist durch. Die Kroaten schlagen die Franzosen zum Auftakt. Aber die Kroaten mit dem großen Herz am Ende mit einer sehr kompakten Defensive.